Eines ist sehr klar erkennbar, der Hauptfokus der Märkte liegt jetzt auf der nahenden US-Wahl. Und das hat starke Auswirkungen auf den Devisenmarkt, auf den Anleihenmarkt, auf die Aktienmärkte. Und das wollen wir uns mal anschauen. Welche Muster gibt es da? Welche sind bärisch? Welche sind bullisch? Was nehmen die Märkte an? Was spielen die Märkte? Welche Konsequenzen hat das? Welche Konsequenzen hätte das, wenn Biden gewinnt, wenn Trump gewinnt? Da will ich einen kurzen Überblick geben. Stimulus, Stimulus, Stimulus. Man kann es fast nicht mehr hören. Gestern haben sie wieder miteinander gesprochen. Heute werden sie wieder miteinander sprechen. Hier die Sprecher von Mnuchin hatte gestern gesagt, ja, man hätte 48 Minuten miteinander gesprochen. Jetzt ist also schon die Dauer des Gesprächs eine Meldung wert. Man kommt sich näher. Wir sind vielleicht bald in der Lage, hier die Dinge zu unterschreiben, etc. etc. Aber es ist immer dann so, dass dann Hoffnungsmeldungen kommen. Pelosi äußert sich optimistisch, dann gehen die Märkte nach oben. Aber es wird dann irgendwie doch wieder abverkauft. Also so richtig, der Glaube scheint nicht da zu sein. Und das ist vielleicht ein interessanter Punkt. Wir haben dann ein bisschen kaltes Wasser, das Donald Trump über diese Stimulushoffnungen geschüttet hat. Er sieht einfach nicht, wie Pelosi und Crying Chuck Schumer, wieder ein interessanter Spitzname, wie sie das Richtige tun wollen für das amerikanische Volk etc. Er spricht ihnen also die Motivation ab. Er glaubt scheinbar nicht an diese Geschichte und sagte dann interessanterweise, ja, wenn Biden gewählt wird, wenn die Demokraten also siegen, dann wird man den Supreme Court ausweiten, wird sozusagen diese derzeitige republikanische Mehrheit, die der Fall ist im Supreme Court, der ja extrem wichtig ist, weil die dortigen Richter auf Lebenszeit ernannt sind. Das wird man aushebeln seitens der Demokraten und in der Tat, die Demokraten haben sich bisher ja geweigert, die Frage zu beantworten, werdet ihr hier diesen Supreme Court ausweiten? Und all das hat mit Stimulus auch zu tun, weil am Montag soll Amy Barrett bestätigt werden durch den Senat, also jene konservative, jene republikanische Richterin, die die Demokraten unbedingt verhindern wollten vor der Wahl. Und das zeigte, dass man sozusagen auf so vielen Ebenen miteinander jetzt kontrovers diskutiert. Jetzt will offenkundig Schumer dafür sorgen, dass bei der Abstimmung dann die demokratischen Senatoren nicht erscheinen. Dadurch wäre sozusagen die Kammer gar nicht abstimmungsfähig. Also man sieht, da sind so viele Dinge dabei, so viele Dinge spielen hier eine Rolle. Persönliche Animositäten oder Sympathien. Die Frage ist, was machen die Demokraten? Die liegen nämlich jetzt in Umfragen nach wie vor vorne. Hier eine Umfrage von Fox, die also eigentlich ja eher tendenziell Trump weniger kritisch gegenübersteht, also zumindest nicht jetzt als ausgemacht demokratisch gelten kann. Hier sehen wir, dass in Ohio, wichtiger Staat auch, Trump jetzt wieder deutlicher führt, 48-45, aber in Wisconsin, Pennsylvania und Michigan die Führung von Biden noch relativ konstant und relativ groß ist. Und es würde ihm reichen, diese Staaten im Rust Belt zu gewinnen, dann wäre das wahrscheinlich schon ausreichend. Dann könnte er Florida verlieren, Biden nämlich, und es würde immer noch reichen. Also Trump braucht jetzt einen Game Changer. Er braucht irgendwie etwas, was die Stimmung dreht. Heute Nacht ja die Fernsehdebatte, vielleicht eine Chance hier nochmal zu punkten, aber viele haben schon gesagt, ich schaue mir die zweite Debatte gar nicht an. Wenige Prozente sagen, ich werde meine Meinung aufgrund der Fernsehdebatte vielleicht in die oder in die andere Richtung ändern. Also die Frage ist, wird das noch der Game Changer werden? Jedenfalls in diesen Schlüssel-Swing States, da hatte Biden derzeit durchaus gute Chancen, diese zu gewinnen. Schauen wir uns an, was jetzt die Märkte spielen. Und wir sehen, die Anleihenmärkte spielen ganz klar, je größer die Chancen für Biden zu gewinnen, umso höher die Renditen. Wir sehen ja derzeit das Phänomen, dass die Anleiherenditen tendenziell steigen. Die 10-jährige US-Staatsanleihe jetzt über 0,8%, Tendenz so in den letzten Tagen weiter aufwärts. Viele rechnen mit weiter steigenden Anleiherenditen, vor allem wenn Biden gewinnen sollte, weil das würde bedeuten mehr Stimulus, mehr Verschuldung, Dollarschwäche, praktisch höheres Risiko, wenn man so will, bei US-Staatsanleihen. Die Frage ist, machen die Demokraten jetzt noch irgendwie so einen kleinen Deal vor dieser Wahl, weil sie sagen, wir haben vor allem in einigen demokratisch regierten Bundesstaaten Land unter, die brauchen ganz schnell Geld.
Geld oder sagen die, naja, egal, wenn wir die Wahl gewinnen, dann werden wir sozusagen sowieso die Dinge nach unserem Gusto machen können. Also warum sollen wir jetzt einen Deal machen? Das ist die große Frage. Die Anleihenmärkte jedenfalls reagieren so, dass sie sagen, je größer die Chance, dass Biden gewinnt, umso höher die Anleiherenditen. Und wir sehen hier mal eine interessante Umfrage von Nordea unter institutionellen Investoren, die gefragt werden, ja, was passiert im Monat danach, wenn Trump, wenn Biden diese Wahl gewinnen sollte? Gibt es einen Sell-off oder gibt es eine Rallye? Dann sagen weniger als 30%, es gibt einen Sell-off, aber es sagen 70%, knapp über 70%, es wird eine Rallye geben. Also man hat die Angst ein bisschen verloren, dass ein demokratischer Präsident namens Biden sozusagen dann eine negative für die Aktienmärkte wäre. Ich will jetzt nicht kommentieren, wie wahrscheinlich diese Umfragen sind, ja oder nein. Ich sage nur, das ist der Stand der Dinge laut Zahlen. Ob die sich als richtig herausstellen, das muss man sehen. Gleichwohl gibt es ja viele Trump-Anhänger, die sagen, ich glaube überhaupt keinen Zahlen, zumindest nicht dann, wenn sie nicht für Trump sprechen. Naja, das ist dann schon ein bisschen zu viel alternative Fakten. Aber schauen wir uns an, was hier der Fall ist, wie jetzt auch andere Märkte reagieren, wenn Bidens Siegwahrscheinlichkeit steigt um 1%. Dann hat hier auch nur der folgende Grafik, das ist positiv für den S&P 500, der tendiert zu steigen. Das ist positiv für Commodities, also für Rohstoffe, weil man sich wahrscheinlich sagt, ja, da wird mehr reguliert, das verteuert die Produktion, dadurch würden die Preise steigen, dadurch sind vor allem bestimmte Rohstoffe begünstigt, Green Deal etc. Wir sehen negative Konsequenzen für die 10-jährige US-Staatsanleihe, die würde also tendenziell fallen, der Kurs der Anleihe, die Rendite steigen. Wir sehen negative Auswirkungen für Dollar-Yuan, der würde also tendenziell zur chinesischen Währung, nämlich der Dollar, fallen. Und wir sehen negative Auswirkungen insgesamt auf den Dollar. Also das praktisch das Szenario, wenn Biden gewinnen sollte. Würde Trump gewinnen, dann kann man das praktisch umdrehen und würde sehen, aha, was passiert denn da? Und was wir hier sehen, das ist der Dollar-Index, einer der wichtigsten Charts nach meiner Auffassung. Und hier sehen wir, ja, das könnte sozusagen eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation werden, wenn hier die Nackenlinie bricht, die ist bei 92 im Dollar-Index, das ist ein Währungskorb, wo der Euro am stärksten gewichtet ist und der ist derzeit stark. Und wir sehen, also das ist jetzt eine ganz wichtige, eine ganz zentrale Geschichte, kommt dieser Durchbruch, das wäre dann Dollar-negativ, würde sozusagen dann auch wahrscheinlich gut für die Aktienmärkte sein, denn Dollar- und Aktienmärkte laufen relativ konkurrent, Dollar-Schwäche ist gut für die Aktienmärkte, Dollarstärke schlecht. Hier sehen wir den S&P 500 und hier sehen wir, ja, wir haben so eine inverse Schulterkopf-Schulter-Formation, die hat sich dann zunächst mal nach oben aufgelöst. Jetzt kommen wir wieder ein Stück weit zurück in Sachen, dass wir sozusagen auf die Nackenlinie hier auftreffen. Wir haben dann bestimmte Retracements bei der 3400er Marke, ein 50er% Retracement. Also es ist irgendwie teilweise ein bisschen unklar. Wenn wir uns dagegen mal anschauen, was eigentlich in den letzten Tagen passiert ist, sehen wir immer wieder ein Muster. Man eröffnet stark, aber dann kommt man doch runter. Wir haben also am Montag zum Beispiel vom Top nochmal fast ein Dreiviertelprozent verloren. Wir haben am Dienstag vom Top 2,16% verloren, respektive am Montag, 19.10. Wir haben dann am 20. 0,97% verloren vom Top und gestern 0,6%. Also man kann diese Höchststände derzeit nicht halten. Es irgendwie fehlt zu die Kaufbereitschaft, kommt positiv, optimistische Nachrichtenlage in Sachen Stimulus. Dann geht es hoch, aber es bleibt eben nicht oben. Das ist der entscheidende, interessante Punkt. Hier schauen wir uns mal die Prozentzahl an von Aktien im Nasdaq 100, die über ihrer 200-Tage-Linie handeln. Und wir sehen, das sind hier 85%, nach wie vor extrem hohe Werte. Das heißt, wir sind jetzt nicht gerade überverkauft im Nasdaq. Wir haben nach wie vor einen sehr, sehr großen Optimismus. Sehen wir auch im Put-Call-Verhältnis. Das heißt, wo ist da das Potenzial, dass die Dinge hier noch weiter steigen, dass noch mehr Aktien sozusagen über ihren 200-Tages-Durchschnitt steigen? Wir sehen, da sind wir schon auf Extremwerten. Es widerspricht sich alles so ein bisschen. Das ist derzeit die Message. Eigentlich eine positive charttechnische Ausgangslage, etwa beim S&P 500 mit einer inversen Schulter-Kopf-Schulter. Auf der anderen Seite andere Parameter, Put-Call-Verhältnis. So viele Aktien über dem 200-Tages-Durchschnitt, dass man sich fragen muss, ja, wo soll jetzt hier der nächste Kurs, die nächste Kursrakete noch eigentlich herkommen? Jetzt sehen wir Folgendes. Hier Nachrichten, Meldungen, die USA
dass die USA-Regierung sagt oder die Geheimdienste sagen, hier sind Bedrohungen seitens Russland und des Iran für die US-Wahl. Man soll Daten gestohlen haben, soll bestimmten Leuten Videos schicken, soll bestimmte Drohungen ausstoßen etc. etc. Warum ist all das wichtig? Weil es natürlich die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit für das Anzweifeln der Wahl nach dem Wahlergebnis nochmal erhöht. Das ist sozusagen der Unsicherheitsfaktor, der mit solchen Meldungen verbunden ist. Ob die stimmen oder nicht oder was dahinter steht oder nicht, ist schwer zu beurteilen. Jedenfalls wird damit sozusagen das Potenzial größer, dass wir doch mit einer Contested Election es zu tun haben werden. Kommen wir zu anderen Thema, kommen wir zu Coronavirus, kommen wir zu Coronavirus, Möglichkeit von Lockdowns, Möglichkeit, dass das auf die Aktienmärkte strahlt. Wir sehen hier neuen, absoluten neuen Rekord hier, was die Positivtests mit Corona betrifft, 11.287, damit das erste Mal jetzt fünfstellig in Deutschland. Wir sehen, dass es auch Spahn erwischt hat mit einem Positivtest. Das ist natürlich schon eine Meldung, die viele ganz schön aufrüttelt, könnte man sagen. Und wir sehen, dass der DAX hier in einem Chart von Capital.com, meine Damen und Herren, nicht, dass ich das immer wieder vergesse, diesen Namen zu nennen, ja, aber jetzt ist er raus. Und das ist der DAX und wir sehen, wir haben ja diesen massiven Abverkauf im März, haben dann diese starke Erholung. Dann ging es seitwärts und wir sind jetzt eher in der unteren Range dieser Seitwärtszone. Und die Frage ist, können wir diese Zone verteidigen und dann wieder nach oben laufen oder brechen wir durch? Dann wäre durchaus gar nicht unerhebliches Potenzial hier zu konstatieren. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Es ist eine widersprüchliche Lage, so widersprüchlich wie letztendlich die Meldungen in Sachen Stimulus, Hoffnung, Stimulus, Pessimismus, hin, her, her, hin. Es ist ein bisschen schwierig, faktisch sind die Märkte noch im Seitwärtsmodus, aber diese Corona-Geschichte wird immer drängender, das scheint das Thema zu sein und die Umfragen verfestigen sich in Richtung Biden. Vielleicht sehen wir da einen Gamechanger heute Nacht, aber wer weiß es schon. Ich sage jetzt erst einmal Servus und ciao.